13. Monatsgehalt, Weihnachts- oder Urlaubsgeld, so ein bisschen was extra, kann jetzt jeder eigentlich ganz gut gebrauchen, bekommt aber nicht jeder. Nee, schöne Bescherung, aber für Richter und Beamte in Deutschland, NRW, Baden-Württemberg und Bayern beginnen mit einer saftigen Erhöhung der Beamtenbezüge und andere Bundesländer, die folgen. Bis zu 10.000 Euro für Beamte. Und das in Zeiten, in denen wir alle leiden und sich jeder Bürger über Zuschüsse freuen würde. Doch wieso bekommen Beamte so viel Geld extra ausgezahlt? Zum einen wird die Besoldung erhöht und auch der Familienzuschlag, den alle Beamten bekommen, wird erhöht. Bei der Berechnung des Familienzuschlags wird auch der Wohnort beachtet, ein sogenannter regionaler Ergänzungszuschlag. Heißt, Beamte, die in teuren Städten wohnen und die zwei Kinder haben, kriegen bis zu 10.000 Euro rückwirkend für 11 Monate ausgezahlt. Vorausgegangen ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes und viele Verfahren vor Verwaltungsgerichten. Doch besonders pikant: Richter und Finanzbeamte bekommen die Erhöhung, also die Personen, die über die Erhöhung selbst entschieden haben. Wie kann das in Zeiten der Inflation und in der viele Bürger extrem leiden und kaum wissen, wie sie ihre Heizkosten zahlen sollen, sein? Das Gefühl entsteht, dass mal wieder der kleine Bürger vergessen wird. Tja, reden wir darüber. Peter Tiede, Chefreporter, ist bei uns im Studio. Peter, schöne Bescherung für die Beamten. Beamter müsste man sein. Ne? Das Gefühl macht sich ja wirklich breit. Wenn du Beamter bist, dann wird dir noch die Wohnung geheizt. Und wenn die Wohnung ein bisschen größer ist, ein bisschen teurer sein, wird sie dir auch noch mitbezahlt. Stimmt. Stimmt aber allerdings auch für den kleinen Beamten. Es gibt ja auch kleine Beamte. Es gibt auch Beamte, die werden dann in der alten Vorstellungswelt, ist der Beamte ja der Staatsdiener, den der Staat überall hinschicken kann, wo er ihn gerade braucht. Und in München möchte ich auch nicht Beamter sein mit einem normalen Gehalt. Da gibt es noch was drauf. Aber das muss nicht sein. Hier gehen die Bundesländer weiter, als sie müssen. Und das muss in diesen Zeiten halt nicht sein. Also, dass da die Kelle extra noch mal aus dem großen Suppentopf rausgenommen wird und den Beamten eingeschenkt wird, das muss in diesem Fall nicht sein. Und sie machen es trotzdem. Und das ist dann tatsächlich schon begrenzt schamlos. Wir leben in keinen einfachen Zeiten. Wir haben momentan nicht so viel Geld und die Länder haben auch nicht viel Geld. Dass dann extra noch mal ein paar Euro in die Taschen von Beamten gehen, ist, glaube ich, nicht sehr zeitgemäß. Also du sagst es ja gerade ganz klar, es muss nicht sein, aus diesem großen Topf geschöpft zu werden. Es wird passiert aber trotzdem. Warum? Was muss man eigentlich tun, damit man jetzt mal merkt, nee, so nicht? Ja, hier beschenkt sich der Apparat selbst. Also die Bundesländer haben das entschieden. Die Bundesländer haben da einen Spielraum. Das sagt auch der Bund der Steuerzahler. Es gibt einen Spielraum, aber den muss man ja nicht ausschöpfen. Und die Leute, die das jetzt entscheiden, das sind Selbstbeamte. Die sitzen in den Ministerialbürokratien der Bundesländer und die entscheiden quasi, ach, es ist gerade Krise. Bei mir ein bisschen Ebbe auf dem Konto, können wir gut gebrauchen. Und das ist das, was da im Prinzip passiert. Selbstbedienung. Der Beamtenapparat beschenkt sich. Für sich selbst. Ja. Hm. Nun haben die Beamten ja sowieso nicht so ein gutes Image. Das ist dann wieder eine Signalwirkung auch. Was müsste wirklich getan werden? Also es muss wirklich geguckt werden. Also die Bundesländer verbeamten viel zu viel. Die Bundesländer, also wir haben viel zu wenig Arbeitskräfte. Wir haben wirklich einen Mangel auch an Beamten, auch an Lehrern, auch an Polizisten. Und da sind die Länder vor einigen Jahren komplett in Konkurrenz wieder gegangen zueinander. Brandenburg und Berlin zum Beispiel, da wo wir sind. Die werben sich die Lehrer und die Polizisten ab. Brandenburg verbeamtet. Und damit gehen die Beamten raus aus Berlin rüber nach Brandenburg, weil sie verbeamtet werden. Es lohnt sich. Es gibt eine dicke Pension, du wirst mehr umsorgt. Und statt weniger zu verbeamten und nur in den Bereichen, wo wirklich der Staat hoheitliche Aufgaben erfüllt, zum Beispiel bei der Polizei, wo der Staat auch sagen kann, du wirst jetzt mal für ein halbes Jahr abgeordnet und musst irgendwo in die Pampa gehen als Bundespolizist und musst da Dienst schieben. Da muss verbeamtet werden. Dann brauchen die auch diesen Schutz und dann müssen die auch sicher sein, dass der Staat für sie sorgt. Aber doch nicht in jedem Bereich. Also wir sind ja bald dabei, dass Hausmeister wieder irgendwie kurz vor der Verbeamtung stehen. Das ist das Teuerste, was wir uns leisten können als Staat, ist der Beamte, weil die Pensionslasten heute schon dermaßen drücken und weil da wirklich inzwischen ein Anspruchsdenken hochgewachsen ist, dass wir uns schlicht und ergreifend nicht mehr leisten können. Und da muss weniger verbeamtet werden, dann haben wir auch weniger solche skurrilen Fälle, wo es dann nochmal Wohngeld oben drauf gibt. Ich habe vorhin scherzhaft gesagt, in der DDR gab es einen Ehekredit, wenn man geheiratet hat und dann konnte man den abkindern. Beim dritten Kind war der Kredit weg. Hier kannst du mit zwei Kindern, hast du die Miete schon bezahlt. Das geht so nicht, das passt nicht in die Zeit. Klartext von Peter Tiede. Vielen Dank, Peter. Gerne.